Kopf mit quer. Nimm's schon auf? Leuchtest. Okay, ich würde sagen, wir gehen zu den Kälbern. Dass du unser Kandidat bist und warst, ja, weil genau diese Freude auch am Mitmachen, ja, und auch am Weitermachen, ich glaube, das ist die Basis, oder? Das ist genau die Basis und wollte ich jetzt gar nicht für dich so sprechen, ich habe mich das immer... Ich möchte das nochmal betonen, dass ich also unheimlich gerne bei dieser Wahlkampagne dabei gewesen bin und ich bin stolz darauf, dass ich hier Kandidat sein durfte für die Basispartei, dass mir die Leute halt dieses Vertrauen auch gegeben haben. Wir sollten uns glücklich schätzen, dass wir diejenigen sind, die mit Klarheit, die mit einem klaren Blick in die Welt hineingucken. Das ist ein Privileg, was wir da haben. Ja? Und wir sind diese Menschen. Und das sollten wir niemals vergessen. Ich bin heute hier in NRW gelandet zur Geburtstagsparty. Die Basis ist 4 Jahre alt geworden und die Stimmung hier ist fantastisch. Es sind sehr, sehr viele Leute da, die alle gut drauf sind. Wir sehen ja in unserer gesamten Gesellschaft, dass jetzt nach den vielen Jahren der Corona-Restriktion bei ganz vielen die Energie raus ist. Die sind müde, die sind erschöpft. Das sehen wir auch. Ich sage immer, am Anfang dachten wir, es ist ein Sprint. Nein, es ist ein Marathon. Viele stehen jetzt am Rand, haben Seitenstechen und wollen nicht mehr. Und ich kann nur sagen, berappelt euch wieder, kommt wieder in die Energie. Die Idee, die wir haben, die ist so gut, die wird sich entwickeln. Und die wird ihre Zeit brauchen. Bei manchen ist klar, wir haben diese Zeit vielleicht noch nicht so ganz, aber... unser Momentum wird kommen und die Mitbestimmung als Grundidee wird das Eigentliche sein, womit wir unsere Demokratie vom Kopf auf die Füße stellen. Raus aus der Parteien-Diktatur, rein in die Volksdemokratie. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Alexei Karol. Ich habe wunderbare Stimmung, hier ist also eine wirklich toll, sehr schönes Wetter, gute Menschen. Super, danke. Weil ich bin ja der Meinung, dass Frieden, also ne, gerade jetzt, das wird also immer wichtiger, ne? Und ja, darauf zu fokussieren, was uns verbindet. Weil ja, wir alle haben viel mehr also, Gemeinsamkeiten als ja, die Dinge, die uns also, teilweise unterscheiden. Und ich bin der Meinung, dass wir auf die Gemeinsamkeiten uns fokussieren sollen. Weil durch diese Gemeinsamkeiten ist die Basis ja auch groß geworden. Ja, in der Krise mussten wir uns zusammenraufen, zusammenkommen, in einen Dialog kommen. Es ist schön, dass wir alle zusammen heute hier sind und miteinander sprechen. Wollt ihr noch ein paar letzte Worte dazu sagen? Druzhba. Ja, super, super. Druzhba. Na zdorovje. Wir haben so viele tolle Menschen in der Partei und wir müssen nur an uns glauben. Und Jeder, der heute hier ist auf unserem Geburtstag, aber auch bei den Parteitagen, aber auch der noch seinen Mitgliedsbeitrag zahlt, der will doch etwas. Und wir wollen doch eigentlich alle das Gleiche. Deswegen brauchen wir gar nicht streiten. So viele tolle Leute in der Partei. Mitmachen, zusammen was machen und dann kann auch nichts mehr schiefgehen. So ist es. Deswegen sage ich, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, aber wir feiern zusammen. Und das machen wir heute. Deswegen glaube ich, müssen wir jetzt auch wieder weiter feiern gehen. So sieht's aus. Genau, das machen wir ganz einfach. Nächste geht auf mich. Ja, genau. Schönes Wochenende. Ich fühle mich großartig. Ich habe heute richtig diese euphorischen Gefühle wie damals bei der Gründung oder in der Zeit danach, als wir die Kreis- und Stadtverbände gegründet haben. Einfach genial. Sehr schön. Ich habe dich gerade schon auf der Bühne gesehen. Du hast ja schon erzählt von den ersten Demonstrationen direkt. Wie hat sich das weiterentwickelt, dieses Gefühl? Es hat sich eigentlich, das Gefühl ist dann irgendwann Arbeit geworden. Keiner von uns hatte kaum einer von uns hatte politische Erfahrung. Und ich finde, dafür haben wir wahnsinnig viel geschafft und wahnsinnig viel gelernt. Und das macht mich stolz. Ich finde das einfach großartig. Ja, ich habe es gelesen, der Zwerg der Demokratie, ja, ist schnell gewachsen und schnell wurde aus Basisdemokratie doch relativ viel Arbeit. Ja, und es wird nicht weniger. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben jetzt just zum 4. Jahrestag das Bürgerkabinett gegründet. Das heißt, wir wollen also tatsächlich nicht nur das machen, was dran steht, sondern praktisch umsetzen.
Bürgerkabinett wird bedeuten, dass wir den Bürger, die Bürgerbewegungen, die Vereinigungen, alle dazu einladen, ihre Themen bei uns zu platzieren, sodass wir sie nicht nur mit Mitgliedern abstimmen, das ist eigentlich die gewohnte Praxis, das, was wir bisher gemacht haben, sondern eben auch mit den Bürgern, sodass wir daraus dann letztlich unsere Forderungen entwickeln können. Das ist ein Riesenschritt nach vorne, das macht uns glaubwürdig und ich bin total froh, dass wir diesen Schritt jetzt gehen. Und wenn ich hier so auf die Kälbchen gucke und mir die EU-Wahlergebnisse anschaue, ja, kein Kommentar. Wir haben 30% CDU. Wie vergesslich sind die Menschen? Da muss ich sagen, nur die allerdümmsten Kälber wählen ihren Schlechter selber. Und,